Servus, grüße und willkommen bei Pauls Gründe Küche. Heute wieder zu einem kleinen Real Talk gemeinsam mit Manuel Haas, Moin. Der vor kurzem seine erste Wettkampfidee dazu wieder das Ganze, während er sich in der Schule befunden hat. Und darum soll es auch heute gehen. Druck bei Teenagern schon in der Schule, im Alltag mit den Freunden und so weiter. Okay, Manu, ich würde sagen, du erzählst einfach mal von deinen Erfahrungen. Du hast ja, sag ich mal, die Wettkampfidee in den Sommerferien gehabt. Genau, und jetzt dann vor allem die letzten Wochen in der Schule. Wie war das für dich? Also gestartet hat es ja noch ganz entspannt, wie gesagt, in den Sommerferien. Da war jetzt eigentlich, ich konnte mich einfach full focus, hundertprozentig, sage ich jetzt mal, dem Bodybuilding-Sport widmen und einfach dem Fitness-Lifestyle. Aber dann, Freunde, ja, ihr wisst, ich gehe noch in die Schule, hat die Schule begonnen. Und ja, das ändert so einiges am Alltag, wenn man das so sagen kann. Frühes Aufstehen. Jeden Tag mit Wecker halt aufstehen, Leute, ihr wisst Bescheid, um 5.50 Uhr. Mit Wecker aufstehen ist für die meisten Menschen halt, auf jeden Fall normal. Halt ganz, halt früh, für meine Verhältnisse zumindest, also ich weiß nicht. Falls ihr normal um 5 Uhr aufsteht, Hut ab. Auf jeden Fall 5.50 Uhr aufstehen. Und die Sache ist halt, das ganze Vorkochen ist dann dazugekommen. In der Schule essen, nach der Schule ins Training. Und was war natürlich auch teilweise sehr anstrengend, weil wenn man lange Schule hat, bis 16 Uhr oder bis 17 Uhr dann auch teilweise und dann nochmal ein Leg, der ballern muss um 18 Uhr, wenn man eine Stunde nochmal ins Gym fährt. Das ist spaßig, ja. Dann nochmal Cardio machen muss, aber auch noch eine Mahlzeit essen muss und dann um 20 Uhr es ist, dann mit leicht vollem Magen im Bett liegt, was auch nicht optimal ist. Also es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr teilweise stressig und einfach zusammengepresst worden und ja. Und wie war das jetzt in der Schule? Hattest du das Gefühl, dass du schlechter performen kannst, dass du vielleicht schulische Dinge vernachlässigt oder dass du andere Lebensbereiche vernachlässigst durch die Diät? Also wenn schulisch, muss ich ehrlich sagen, ich hatte glaube ich in den ersten 3 Wochen 2, 3 Tests, die sind alle gut gelaufen. In der letzten Diätwoche hatte ich ja eben auch Schule, da muss ich ehrlich sagen, bam. Da war ich wirklich schon im Sack, Alter. Ohne Witz, da hatte ich gar keine Energie mehr. Ich konnte nicht mehr gescheit denken, gefühlt. Also ich habe irgendwas gedacht, was ich schreiben wollte und habe was komplett anderes hingeschrieben, ohne Witz. Und auch beim Lesen, teilweise in den Zeilen komplett verlesen und so weiter. Also da war es auf jeden Fall schon kritisch. Und so andere Lebensbereiche, also ich muss ehrlich sagen, ich habe in der ganzen Diätzeit eigentlich nichts mit Freunden gemacht. Krass. Und außer halt jetzt mit Freunde. Paul und den Rocker-Männern, sage ich jetzt mal, die natürlich auch meine Freunde sind, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also haben sich da dann auch Freunde von dir distanziert oder haben die das komplett verstanden und wissen, dass du dann, sage ich mal, also danach wieder mit dem was dadurch, hast. Dass ich meinen Kreis eigentlich hier ganz klein halte und, sage ich jetzt mal, an einer Hand abzählbar Freunde habe, die selber auch im Fitnesssport, sage ich jetzt mal, die das einfach auch feiern, den Lifestyle, also so ein bisschen leben, fühlen die mich natürlich, haben mich auch unterstützt und haben das auch übelst gefeiert, verfolgen mich auch auf YouTube und so weiter, also supporten das. Und die haben, Digga, jetzt habe ich komplett den Fall. Also die haben mich auf jeden Fall supportet. Ja, das ist gut. Ja, war mir auch so, also in meiner Wettkampf-Date habe ich jetzt auch definitiv nicht viel Zeit gehabt. 2019 vor allem hatte ich ja Zivildienst, hatte ich auch von 8 bis 16 Uhr immer im Kindergarten Zivildienst. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, haben mir die Erzieherinnen leid getan und die Kinder dort auch, weil ich war da definitiv keine Hilfe wahrscheinlich. Also klar, ich habe mich bemüht, aber so wie ich da teilweise unterwegs war, ich habe versucht eigentlich immer meine Schritte zu sammeln. Ich bin im Hof, während ich mit den Kindern draußen gespielt habe, im Hof einfach im Kreis herumgegangen, damit ich schon mal meine Schritte reinsammle und dann am Ende des Tages mein Ziel erreiche. Habe dann mein Brokkoli gefressen, damals noch mein Hühnchen und mein Reis. Und ja, war irgendwie wenig ansprechbar, wenig belastbar und habe trotzdem irgendwie versucht, so gut wie möglich den Kindern eine Ansprechperson oder einen Spielpartner zu widmen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man auf 2000 Kalorien knapp ist, bei dir haben wir es jetzt sogar noch ein bisschen weniger, ist man definitiv nicht zu viel gebrauchen, auch zu Hause. Und ja, da war es bei mir auch nicht viel mit Freunde treffen oder Party machen schon gar nicht. Deswegen, aber bei mir haben das auch gerade die meisten gut verstanden und die wissen dann, ja, 2, 3 Monate Diät ist halt gut durchziehen. Vielleicht die ersten Monate von der Diät kann man da noch ein paar mehr Ausnahmen machen, aber die letzten Wochen sind dann echt fuller Fokus auf Bodybuilding. Einfach nur Training durchziehen, vorkochen, schlafen gehen und den Tag überstehen und dann hoffentlich so gut wie möglich abzunehmen. Bei mir war es immer so, ich habe mich übelst gefreut auf den Abend, weil ich immer während meiner letzten Mahlzeit dann, keine Ahnung, mal ganz kurz einfach nichts zu tun hatte. Ja. Weil davor bin ich die ganze, ihr müsst euch vorstellen, hin und her fahren, zur Schule fahren, zurückfahren,
ins Gym gehen, das machen, das machen, das machen. Am Abend hatte ich dann meine letzte Mahlzeit, bin vor meinem PC, vor meinem Bildschirm gesessen und habe irgendein geiles YouTube-Video geschaut, hatte auch mit Bodybuilding zu tun. Aber ja, liebe ich halt einfach und das war dann immer so ein bisschen ein Spannungsmoment am Abend. Aber nach 15 Minuten, 20 Minuten auch wieder aufgestanden, geduscht, Zähne geputzt. Und dann sogar meistens vor 10 ins Bett. Genau. Und eben letzte Woche habe ich nicht mehr selber vorgekocht, da hat mir das meine Mutter Gott sei Dank abgenommen. Aber bis zur letzten Woche tatsächlich immer selber gekocht. Das ist natürlich auch ein Ding, wenn man jetzt, sage ich mal, Eltern, Familie hat, die das Ganze überhaupt nicht verstehen, die Ernährung nicht supporten wollen, keine Ahnung, die das Essen nicht kaufen wollen, weil als Schüler hat man nun mal jetzt nicht viel Geld. Und die den Sport nicht supporten, ja, zum Beispiel. Du hast ja gute Unterstützung bekommen, ich natürlich auch. Und deshalb kann es natürlich sein, dass man halt auch Druck von zu Hause bekommt. Wieso machst du das? Hör doch auf, iss mal normal. Du, keine Ahnung, du bist komisch in letzter Zeit, du verhältst dich anders. Aber auf Wettkampf-Diät, da kann Kai definitiv auch noch viel dazu erzählen, weil der das ja auch von zu Hause aus alles miterlebt. Und du hast auch gesagt, du hast das ein oder andere Mal deine Mutter angeschnauzt. Ja, kleine Story. Also ich glaube, ich habe zwei Beispiele. Ein Beispiel, übelst heftig, in der letzten Woche bin ich einmal nach Hause gekommen, komplett blass, K.O. Durch die Tür rein, meine Mutter hat mich gefragt, was los mit mir ist und so weiter, warum ich so blass bin. Und ich so, entschuldige, siehst du nicht, was ich da mache? Ich bin seit fucking 4 Monate auf Diät und fress nichts. Mach eine Stunde Cardio am Tag. Die letzte Woche habe ich jeden Tag eine Stunde Cardio gemacht. Training durchgeballert, Schule früh aufstehen. Also manchmal muss ich leider sagen, wurde ich dann schon schnauzig, obwohl ich es gar nicht sein will. Aber es geht einfach beim besten Willen. Aber die meisten Leute können halt auch einfach sich nicht hineinversetzen in die Lage. Also es war, Bodybuilding ist halt ein Randsport. Niemand oder nicht viele Leute machen eine Hardcore-Wettkampf-Diät. Also auch wenn man jetzt zu den Bodybuilding-Wettkämpfen hingeht, hast du jetzt auch das erste Mal gesehen, viele sind halt einfach nicht in Form. Ja, stimmt. Also die wenigsten haben wirklich richtig eine Diät mal durchgezogen. Ich würde auch sagen, dass ich locker noch 3-4 Wochen... Ja, easy. Das ist noch ein bisschen gebraucht Druck. Eigentlich. Und mir sind noch ein paar Fehler unterlaufen, zum Beispiel teilweise beim Tracken habe ich einmal ein Nahrungsmittel gegessen, weil ich habe ja auch so, sag ich, nicht immer dasselbe gegessen, sondern so wie du bist ein Freestyle. Ja. Am Anfang hauptsächlich, if it fits your macros halt. Und habe da auch, also Fehler sind mir auch oft unterlaufen so und deswegen hätte ich auf jeden Fall noch gut ein paar Wochen Diät gebrauchen können, damit es komplett perfekt gewesen wäre, aber man lernt daraus. Ja, eben, es war jetzt die erste Diät. Man lernt dazu. Wer weiß, wie viele Diäten du noch machen wirst. Wird man alles in Zukunft sehen, aber ja, wie gesagt, andere Leute können sich da einfach schwer hineinversetzen. Bei mir war es eigentlich auch immer so, wenn ich Essen in die Schule mitgebracht habe, haben sich die Leute jetzt nicht gewundert. Die haben dann eigentlich eher interessiert nachgefragt, so, was ich da mit habe, ob das überhaupt schmeckt, warum ich das mache oder wie auch immer. Oder wenn ich dann meine 4 Laugenbrezel mit Cottage Cheese gefressen habe, dachten sie, Alter, wie kannst du so viel essen? Aber es gehört dann mal dazu. Wenn man dann halt Quark ohne Süßstoff damals noch gegessen hat, dann ist es halt so. Da sind wir jetzt Gott sei Dank besser bedient. Oder falls man seine Proteins mal schnell reinkriegen möchte, gibt es ja geile Lösungen mit einfach ERAs, Proteinbuffer, wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Ich Link in der Beschreibung. Wir bekommen sogar ein gratis Exclusive Plus und Switch Energy eurer Wahl. Davon gibt es, ich glaube, mittlerweile 8 unterschiedliche Sorten. 15 Gramm ERAs in einer Portion. Muss nicht verdaut werden, könnt ihr einfach zwischendurch trinken. Perfekt für unterwegs, perfekt für die Schule. Falls ihr auch Schwierigkeiten habt, eure Trinkmenge reinzubekommen, ist das definitiv eine geile Möglichkeit. Aber ansonsten würdest du jetzt sagen, dass dich deine Schüler irgendwie komisch anschauen oder dass du Außenseiter bist deswegen? Nein, überhaupt nicht. Also bei mir, es respektiert mich halt komplett jeder. Alle haben Angst. Nicht Angst, aber es respektiert halt einfach jeder komplett und schiebt keine blöde Meldungen. Und wenn jemand eine blöde Meldung schiebt, dann... Das Ding ist, anderes Thema. Die Freunde, ihr wisst, was ich meine. Jeder supportet es eigentlich und da bin ich auch übelst glücklich drüber. Ist einfach nice, dass ich da, sag ich jetzt mal, Unterstützung habe um mich. Ich kann da vielleicht noch von meiner Erfahrung sprechen, als das ganze Instagram bei mir angefangen hat, damals so mit 16 Jahren. Da war ich ja auch in der Schule, habe dann eigentlich so gestartet mit einem Instagram-Account, habe immer mal wieder Fotos gepostet, habe versucht, sag ich mal, meine Follower aufzubauen. Da kam dann doch schon das ein oder andere Kommentar, hä, wieso machst du das? Oder, der macht Instagram oder ist das nicht der? Aber dann mit der Zeit, wenn der Erfolg dann auch gekommen ist, wenn man gewachsen ist, wenn die anderen sehen, es kommt gut an. Und vor allem, ich glaube auch, wenn man sieht, also wenn man dich gesehen hat, du hast Muskeln, du hast
Es ist natürlich auch, finde ich, ich persönlich ein bisschen einschüchternder Faktor so dann. Ja. Weil dann schieben nicht jeder so eine dumme Meinung immer. Ja, klar. Habe ich zumindest die Erfahrung damit. Aber wie gesagt, am Anfang schauen immer alle dumm und dann zum Schluss fragen sie sich, wie du es gemacht hast. Also die meisten von euch werden es kennen. Deshalb, falls ihr ein Ziel habt, nehmt es euch vor, egal was die anderen sagen. Ich hoffe natürlich, ihr habt dann Support bei euren Eltern, bei euren Freunden. Ansonsten, ja, die werden es auf jeden Fall irgendwann checken. Selbst wenn ihr am Anfang vielleicht keinen Support von eurer Familienseite bekommt, irgendwann werden sie es auf jeden Fall verstehen. Und wenn nicht, dann soll es nun mal nicht sein. Dann habt ihr leider Pech mit der Familie gehabt. Oder die haben einfach eine schlechte Erziehung von ihren Eltern genossen. Oder haben sich einfach sehr, sehr schlecht weiterentwickelt. Es gibt immer komische Menschen, davon leider nicht zu wenig auf dieser Welt. Wirst du auch schon mitbekommen haben, haben wir beide definitiv schon viel mitbekommen. Und deshalb, ja, umgebt euch mit dem Umfeld, was euch weiterbringt, was euch einfach nicht davon triggern lassen. Genau, und distanziert euch von Leuten, die euch einfach nur runterbringen und zieht euer Ding durch. Und auch mit 17, Manuel ist 17 Jahre alt, macht jetzt, also könnt ihr jetzt hauptberuflich einfach mal das machen, was er jetzt schon die ganze Zeit macht. Ist extrem erfolgreich, verdient wahrscheinlich mehr als jeder andere 17-Jährige in seinem Alter. Also logischerweise jeder andere 17-Jährige. Und deswegen alles richtig gemacht. Ich denke, ich kann auch ganz guten Erfolg vorweisen. Ansonsten war es erstmal von uns. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Retalk gefallen. Lasst uns gerne wissen, worüber vielleicht demnächst genau, mal reden. Fragen oder so können ihr auch gerne in die Kommentare genau, stellen. Ansonsten, Manuel ist auch häufig in seinen DMs am Start auf Instagram. Genau. Nicht viel beantworten. Bei mir ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Bei mir kommen da täglich ordentlich Messages rein. Aber ich versuche auch immer wieder durchzugehen. Deshalb, falls ihr Fragen habt, gerne reinschreiben. Ansonsten gibt es auch noch andere krasse Team Rocker-Member, die euch da definitiv die eine oder andere Frage beantworten werden. Das war es erstmal von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen. Keep pumping, keep cooking. Ciao, ciao.